Assalamu alaikum, Boys and Girls. So, die ersten Leute sind schon da. Ihr seht, ich bin heute in einem Café. Nach dem Dings hier pinnen. Pin the comment. Alrighty. Geht was. Assalamu alaikum, Boys and Girls. Alrighty. Wir sind da, wir sind live. Wir sind heute mit einer Sonderedition und zwar unsere Wednesday Edition. Assalamu alaikum. Schreibt gerne mal rein, wo ihr herkommt. Stellt eure Fragen unten. Denn wir reden heute über ganz, ganz, ganz vieles und ich freue mich extrem, dass ihr alle da seid. Oh, schon so viele, leck mich am Arsch, ey. So, in den letzten Tagen würde ich gerne wieder treffen. Ja, das ist aktuell, Dankeschön, Pforzheim-Makler. Geil, Maklerin. Sehr geil. Mortesa, in 10 Tagen bin ich tatsächlich in Deutschland. Ich fliege am Donnerstag für 14 Tage nach Deutschland geschäftlich. Zürich, Düsseldorf und München und meine Mama hat Geburtstag, da gehe ich auch noch hin. So. Hallo, Lenard, Claudia, Milet, Emre ist auch am Start, Mr. Milanski. So, schreibt gerne mal rein, wo ihr herkommt, was ihr gerade macht, denn wir haben heute ganz, 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 ganz viel auf der Kette für euch. Ja, wir reden natürlich über Ivy. Ja, wir machen unser Q&A, deshalb eure Fragen unbedingt da unten reinmachen in den Fragezeichen-Button. Und ja, wir haben einiges zu besprechen. Liebe Grüße aus nach Hamburg, Patrick Harms. Liebe Grüße, ich hoffe, es geht dir gut, Bro. So. Aus Berlin, Patrick, Chris PT, Ferenga, Faraski, sagt mir auch was. Esther Distelmann ist auch live hier in München. Michael Karg, Servus. So, möchte gerne eine Immobilie erwerben. Wunderbar. Dann unbedingt mir deine Kontaktdaten schicken. Mein Team wird sich um dich kümmern, wenn du hier bist, weil ich bin ab Donnerstag, wie gesagt, 14 Tage in Deutschland beruflich. Aber bei 2 Tage bin ich bei meiner Mom, die hat Geburtstag. Ne? Familie muss natürlich auch noch supportet werden. So, wir starten mal hier mit der Show für heute. Denn wir haben natürlich heute ein Assalamu alaikum zum DGTV. Welcome everybody und shout out an Janine für diese Grafiken. Schick mir unbedingt deine Nummer, Mortesa, dann wird sich mein Team bei dir melden. Mit mir kann man sich in Deutschland treffen, allerdings bin ich in Zürich, München oder Düsseldorf. Aber natürlich sehr, sehr gerne immer auf ein kurzes Schwätzchen zu sprechen. Erdogan, Yeselkurt, Habibi, Merhaba, wie geht's dir? Bro, ich hoffe, wir haben uns verpasst gerade in Dubai. Mist. Emre fragt, was gibt's zu rauchen? Du darfst raten, entweder Doppelapfel, Grape Mint, Traube Minze oder Cinnamon Gum. Welches rauche ich? Das ist die Frage, die ihr beantworten dürft. So, wir fangen mal. Also, Ferenga, deine Frage unbedingt hier mal hier in den Fragezeichen-Button rein. Lieber Mortesa, nein, deine Nummer schickst du mir bitte per Direktmessage. Nach dem Instagram Live gehst du einfach auf Direct Message. Und dann kannst du mir gerne deine Nummer schreiben, ja? Erdogan, vielleicht kommen wir bald in die Türkei, wir müssen die Spielen sehen wollen. So, also, wir gehen mal hier ein bisschen durch die Slides durch, da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Ne? Denn wir wollen euch natürlich auch ein bisschen hier entertainen. Nicht nur wollen wir euch entertainen, nein, wir haben auch ein Black Friday Offer für euch. Natürlich, Black Friday, Marketing-Gag. Ich weiß, da machen sich auch viele teilweise ein Eigentor. Wir versuchen es nicht zu machen. Wir versuchen Black Friday wirklich, wirklich zu nutzen, um unserer Community noch mehr Access zu geben auf die Produkte, die wir da haben, beziehungsweise auf das Wissen, dass wir über die letzten 8 Jahre, ich weiß, ganz, ganz viele Leute werden aus meinem Channel, hier, cheers by the way, targetiert von deutschen Maklern. Aber ich war schon in Dubai, bevor es cool war. Thorsten auch, Emre auch, Franzi ist seit 9 Jahren, seit 7 Jahren hier in Dubai, ich bin seit 9 Jahren. Deshalb unbedingt dranbleiben, denn wir haben für euch natürlich ein kleines Special Deal. Nicht nur einen kleinen Special Deal, sondern einen mega Special Deal. Denn wir geben dir 70% auf unseren Kurs. Das ist fast ein unschlagbarer Preis. Ja? Ganz, ganz wichtig, unser besten Kurs ist für uns das Tool,
das Tool für alle unsere Investoren. 80-90% unserer Investoren haben den Kurs. 80-90% der Leute treffen danach eine Entscheidung für oder gegen uns. Das ist ja auch ganz wichtig. Wie gesagt, wir wollen euch was verkaufen, aber wir wollen auch, dass ihr euch selbst mit dem Markt beschäftigt und auch selbst eine Entscheidung trifft. Sonst heißt es später, hier in der Garofoli hat mir nur was angedreht und in Dubai ist ja voll alles anders wie in Deutschland. Denn ja, Dubai ist verdammt anders wie Deutschland und das ist auch sehr, sehr gut. Wir reden jetzt hier, dass es keine Masken mehr geben soll. 99% in Dubai hier sind geimpft. So, und das ist natürlich der Grund, warum es eben super interessant ist für deutschsprachige Investoren. Was daran so interessant ist, erfährst du in unserem Kurs. Und nur in unserem Kurs, nur in diesem Kurs, den wir für 149 Euro rausgeben, statt den 499 Euro, wie es auf der Webseite zu kaufen gibt. Ja? Das ist unser Black Friday Offer für euch. Ich weiß, jeder, der im Webinar war, der sagt, ja, Garofoli im Webinar. Ne? Aber es ist am Ende des Tages ist ja auch eine Marketingaktion, Freunde. Wir wollen euch ein bisschen entertained halten. Wir wollen natürlich auch was Gutes geben. Leute manchmal kommen ins Webinar und schauen nicht ab. Das heißt, die haben dann die Chance verpasst, den Kurs noch einen Ticken günstiger zu kaufen. Aber für 149 Euro hauen wir den für euch ab dem 26. raus. 26. beginnt diese Aktion für euch. Und wenn du nicht warten willst, ja, wenn du nicht warten willst, Janine, hit them with the link. Oh, die Shisha ist ein bisschen mau, ne? Ich darf nicht so viel reden, ich muss mehr Shisha rauchen, damit ein bisschen mehr Rauch rauskommt. So, also, wer noch nicht warten will, der kann sich gerne den Freebie sichern. Denn wir haben ein Freebie gebaut, nur für euch. Was ist ein Freebie? Und zwar ist das ein kleines E-Book. Ein kleines E-Book, das dich auf Dubai vorbereiten soll. Die Vorteile, warum du in Dubai investieren solltest, was du auf dem Schirm haben solltest. Und schau mal, Janine hat den Link hier gerade geshared, danielhobley.com/10-reasons. Ja, jeder, der diesen Link jetzt heute runterladet, bekommt natürlich von uns automatisch eine E-Mail mit dem Zugang zum Kurs, zum Black Friday. Zum Black Friday Preis 70% off. Ich weiß, ich klinge wie so ein Marktschreier oder sowas, so fühle ich mich auch gerade ein bisschen, aber es lohnt sich wirklich. Jeder, der den Kurs gekauft hat, und ich sag's euch, wie es ist, wir wissen einfach, was für ein Wert dahinter ist. Und der Kurs ist auch jetzt immer noch ganz am Anfang. Wir wissen genau, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren das Ding zu einer Akademie hochbauen werden mit Live-Treffen und so weiter und so fort. Und dann hast du schon den Kurs zum absoluten Schnapperpreis hier gegönnt. Und zwar für nur 149 Euro. So, 10 Gründe, Fehler vermeiden, Geld sparen. Darum geht es natürlich. Warum sollte man in Dubai investieren? Was sind die Gefahren? Natürlich, ich als deutschsprachiger Makler habe da eine sehr, sehr, sehr geile Grundlage geschaffen für den deutschsprachigen Investor. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auch versteht, worauf ihr euch hier drauf einlässt. Denn wie gesagt, Dubai ist nicht Deutschland. Das ist auch gut so. Es hat aber auch wie jede Medaille seine Schattenseiten. Ja? Zur Info, ich rauche heute Cinnamon Gum. Ja, Zimt-Kaugummi. Um den Weihnachtsgeschmack so ein bisschen. Ja, plus Mastermind in Dubai, indeed, Alter. Richtig geil. Grüße gehen raus, Michi. So, also, Janine, vielleicht sharest du nochmal den Link, denn wir haben jetzt schon ein paar Leute, die das gedingst haben. Das ist absolut kostenlos für dich. Wenn du jetzt runterladest, deine Details gibst, kriegst du dieses E-Book, das sind 10 Gründe und noch ein bisschen Palaver von uns natürlich, was die Vorteile sind, die Zusammenarbeiten, was wir hier in Dubai machen, wie wir es hier in Dubai machen, warum wir was hier in Dubai machen, du lernst unser Team ein bisschen besser kennen und natürlich, du verstehst,
worum es hier bei einem Dubai Immobilien Investment geht. Denn natürlich geht es hier um hier die kleinste Geige der Welt, meine Freunde. Denn das ist, was wir in Europa gerade nicht haben. Das Geld wird immer billiger. Und mark my words, wir werden in 3-4 Jahren oder in 2-3 Jahren wahrscheinlich sogar türkische Verhältnisse haben in Europa. Einfach nur, weil der Euro immer wertloser wird. Ja, es wird weiterhin Geld gedrückt. Länder wie Griechenland können sich Geld günstiger leihen als ein Land wie Amerika. Das muss man erstmal hinbekommen. Ja, und das ist die Gefahr. Und das ist, warum du dich als Investor mit einem euro-diversifizierten Investment beschäftigen solltest. Und hier in den Middle East, dir das auch mal anschauen sollte, was hier im Mittleren Osten passiert. Und hier passiert einiges, ja, von der Wüste zur Stadt. Deshalb haben wir auch diesen Header da uns rausgesucht. Und die Kultur, trust me, also ich sag immer meiner Frau, ich glaube, ich war mal früher in einem alten Leben ein Araber. Weil ich chill hier, ich lieb's den Tee zu trinken, ich lieb's ein Pfeifchen zu rauchen. Und jetzt haben wir 10 nach 10 hier in Dubai. Die Restaurants sind pickepacke voll, ja. Es ist halt einfach eine andere Attitude hier. Und das ist eigentlich das, warum die Leute, dem ganzen Ding so ein bisschen so, ja, das kann ja wohl nicht sein, das ist doch Lockdown hier in Unterföhring, wo ich herkomme. Und das ist doch unmöglich, wie können die Leute, ja, es ist halt eine andere Welt, ne. Okay, muss dazu sagen, wir sind nicht so sehr von Corona getroffen. Wir haben jetzt im tiefsten Winter 25 Grad abends, 30 Grad tagsüber. Ich sitze hier mit kurzen Hosen da und T-Shirt. Also don't you worry. Deshalb, hier werden nicht Corona-Regeln missachtet, sondern einfach eine ganz, ganz andere Welt. Deshalb unbedingt kostenlos diesen Insider-Report runterladen. Janine haut gleich nochmal den Link rein für euch, damit ihr euch das anschauen könnt. Beziehungsweise schreibt mir auch gerne eine Direct-Message. Das ist vielleicht am besten. Schreibt mir einfach eine Message, schreibt mir eine Message hier nach dem Instagram Live. Sagt Daniel, ich war gerade am Live, schickt mal den Link durch, Kollege. Und dann werde ich das direkt tun per Direct Message. Also direkt Nachricht. Einer hat gerade Daniel, das heißt eine Direct Message. Das bringt, schickt mir einfach eine Nachricht, dann weißt du es. Für mich ist immer wichtig, dass ihr seht, wir sind live, wir sind vor Ort und wir sharen alles mit euch. Ja? Zum einen, dass wir heute DigiTV einen Tag vorverlegen. Warum? Weil wir morgen ein riesiges Essen geplant haben mit dem ganzen Team und den Bauträgern und so weiter und so fort. Um natürlich unseren Success von Ivy zu feiern. Ja, Ivy war jetzt unser letztes Projekt oder ist unser letztes Projekt, das wir jetzt gerade gelauncht hatten am 7.11. Ach, der Charcoal hier, was ist denn da los, der Kollege? Ha. Okay, ich brauche neue Kohle. So kann das ja nicht angehen, ey. Emre, wir müssen unsere eigene Shisha-Bar aufmachen, Bro. Ohne Witz, it's over. Wir müssen echt unsere eigene Shisha-Bar aufmachen. So, wer Fragen hat zum Thema Dubai, Immobilieninvestment etc. pp. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 6, 8 Fragen. Was? Ja, thanks. Okay. Awesome. So, neue Charcoal kommt. Aber haut gerne eure Fragen rein. Denn es ist wichtig, dass ihr wisst, was hier in Dubai abgeht. Denn wir haben wirklich in den letzten Wochen und Monaten richtig Gas gegeben für euch. Nicht nur richtig Gas, sondern Vollgas. Ja, wir haben in den letzten 2,5 Wochen, am 7. ist gelauncht worden. Müssen wir schauen, ob die Shisha hier funktioniert. Sekunde. No smoke, bro. Too much water, me? Perfekt. Es gibt eine neue Shisha. Das ist Service hier. Das ist eine Servicekultur. Okay, also, weiter im Text. Wir haben 90% ausverkauft. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute warten noch auf eine Unit. Und ich kann euch nur sagen, wir haben euch 12 Wochen auf die Folter gespannt mit Ivy. Wir haben euch 12 Wochen warm gemacht, heiß gemacht auf dieses Projekt. Und ich sage euch, das wird noch mindestens 3-4 Wochen so weitergehen. Denn wir sehen jetzt schon,
aus verschiedensten Gründen, ja, dass Leute ihre Wohnung trotzdem nicht nehmen. Ja, das kann sein, dass er dann sagt, so, ja, Daniel, ich war so heiß und es war so geil und ich, aber jetzt ist mir was dazwischen gekommen. Oder jetzt ist meine Partnerin an Corona erkrankt und wir haben jetzt Angst, dass sie beatmet werden. Oder jetzt haben wir den Hamster zur Adoption freigegeben, der hat Masern und so. Deshalb, wir kriegen jetzt ganz, ganz, ganz verrückte Gründe teilweise, warum sie Ivy nicht kaufen können, beziehungsweise zu ihrem Commitment, unterschriebenen Vertrag etc. nicht stehen können. Deshalb ganz, 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 ganz wichtig, wenn ihr noch eine Wohnung haben wollt, die jetzt aber offiziell sagen, die ganzen One-Bedrooms und Studios sind ausverkauft, ja, heißt das nicht, dass wir euch nicht in ein, zwei Wochen anrufen können und sagen, hör zu, Apartment Nummer 123 ist ready, wenn du Bock hast, schlag zu. Warum? Das ist ein ganz, ganz, ganz normaler Prozess, vor allem, wenn wir über 223 Wohnungen, die wir jetzt verkauft haben oder in der Pipeline hatten, da fallen einfach 6, 7, 8% durch, ja, und das sind dann eben 20, 30, 40 Wohnungen tatsächlich, ja, nee, 40 nicht, aber 10, 20 Wohnungen, die da einfach nochmal zurückkommen. Ah, much better, schüchtern, Bro, schüchtern. So, es sind einfach mal 10, 20 Wohnungen, die dann mal zurückkommen. Wir werden da auf euch zurückkommen. Plus, wir haben natürlich auch in diesem Projekt, ja, Partner mit drin. Also Partner dürften auch hier auf diese Units zurückgreifen. Auch die haben Kunden, zu denen wir keinen Kontakt haben, die auch ihr an ihrem Promise nicht halten. Deshalb, bleibt mit unseren Units in Kontakt. Ich weiß, wir können ab und zu nicht 100% Kunden geben bei vereinzelten Leuten. Wir haben allerdings ganz, ganz viele Leute, die on the edge sind, abzuspringen, sagen, ah, warte mal, mein Banker hat nichts gesagt, das und das und das hat sich geändert, da wäre ich vielleicht doch nicht mehr so okay mit, wenn das und das und das passiert. Deshalb bleibt mit unseren Jungs in Kontakt, mit unseren Mädels, Franzi, Anna Franziska, sorry, ist die gleiche, also Anna, Storkyboy und Emre sind eure Ansprechpartner und ihr habt die Nummern von denen, die sind 24/7 almost für euch erreichbar und die werden sich darum kümmern, dass ihr noch eine Wohnung drin bekommt. Natürlich aber müssen wir auch schauen, dass wenn wir was zusagen, das dann auch stimmt. Und das können wir Stand jetzt bei vereinzelten Units nicht machen. Ich habe nicht genau die Zahl auf dem Kopf, das ist eben zwischen 10 und 20, aber da werden noch ein paar Units zurückkommen, die jetzt noch nicht locked in sind. Ja? Und das ist ein ganz, ganz normaler Prozess, das ist nichts Schlimmes. Ja? Das hat auch nichts irgendwie zu tun, dass die Leute lügen oder sowas, sondern einfach manchmal kommt das Leben in Betrieb. Und die haben uns die Wohnung vielleicht zugesagt vor 2 Wochen und sagen jetzt, ja, persönliche Situation hat sich doch mal geändert, etc. pp. Geschäftspartner, Ehepartner, anders vorgestellt. Das sind Sachen, die muss man auch ernst nehmen. Ja? Und das machen wir auch an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, wenn du noch keine Unit in Ivy hast, dann bleib bitte am Ball, kontaktiere meine Boys und meine Girls und die werden dich auf dem Laufenden halten. Ja, sag denen, was du für ein Budget hast, wie deine Situation ist und ob wir direkt zuschlagen können mit dir oder nicht. Weil dann können wir das nämlich auf unsere Liste schreiben, die wir da natürlich an der Seite haben. Und sobald einer abspringt, können wir dann direkt austauschen. Und wir wollen natürlich, dass du eine der Glücklichen dabei bist. Ja, ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle. Ein big, 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 big sorry. Ja. Denn wir haben dieses Baby, ja, und ich möchte nochmal ganz kurz darüber reden, dieses Projekt The Ivy bei Metrical Developments, dieses Projekt werden wir komplett nicht nur ausverkaufen, sondern wir werden es auch für dich vermieten, verwalten, deutschsprachig, unser deutschsprachiges Team wächst und wächst. Wir müssen ja auch in Dubai noch ein paar Public Property Management anstellen. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Pläne für 2022. Wir haben in 2021 2 komplette Gebäude nur an deutschsprachige Investoren verkauft. Ja, das sind fast 400 Wohnungen, die wir managen, verwalten und tatsächlich auch für unsere Kunden. Jetzt aber wieder da. Oh, hat gerade einer angerufen. Ich bin wieder hier. Hallo, hat gerade einer angerufen. Okay, so. Die wir komplett für unsere Kunden verwalten, vermieten und natürlich auch
in unsere Community mit reinholen. Was heißt Community? Danach hast du Access zu Firmengründung, zu Stiftung. Du kannst die Immobilie in eine Stiftung packen, beziehungsweise wahrscheinlich Hamudi. Ich rauche Cinnamon Gum, also Zimt-Kaugummi. Und One Bedroom Small. Schreib bitte deinen Ansprechpartner an, beziehungsweise schreib mir eine Direct Message, wenn du noch keinen Ansprechpartner hast. Dann leite ich dich weiter an einen unserer Verkäufer. Also du wirst dann entweder mit Franzi, Thorsten oder Emre in Kontakt sein. Und die werden sich dir annehmen. Aber ganz, ganz wichtig, wie gesagt, es fallen immer noch Leute hinten um. Aus x verschiedenen Gründen. That's part of life, that's part of real estate. Und dadurch, dass wir eben so ein Volume haben an Immobilien und Käufern, stellt sich es eben jetzt gerade so dar. Nichtsdestotrotz, Ivy is the shit. Und wir werden natürlich auch nicht nur mit Ivy, sondern auch mit Haven, was wir jetzt in der Übergabe haben in den nächsten Wochen, auch wirklich so ein uniques Konzept für Dubai hier auf den Markt bringen. Und ich weiß, wir haben ambitionierte Ziele, wir wissen aber schon, natürlich wissen wir, was 2022 weitergeht, natürlich wissen wir, was unser Property Management greifen wird, natürlich wissen wir, dass wir alle Units, die wir bei Haven vor über einem Jahr verkauft haben, teilweise jetzt schon, also A, safe im oberen Bereich der prognostizierten Mieten, beziehungsweise vereinzelt oder sehr wahrscheinlich bei ganz vielen sogar einen Ticken drüber. Ja, wir werden overperformen. Und das ist natürlich das Goal für jeden Immobilienmakler, ja, oder für jede Immobilienmaklerfirma, beziehungsweise für jeden, der sowas Größeres vorhat, wie jetzt ich und mein Team, dass wir sagen, wir wollen 1000 Investoren in 6-7 Gebäude über die nächsten 3-4 Jahre zusammenbekommen, eine riesige Immobilieninvestment-Community für deutschsprachige Investoren schaffen und damit wirklich auch ein ganz, ganz, ganz einzigartiges Produkt auf dem Markt haben. So, kommen wir zu euren Question und Answer. Soll ich mich eigentlich wieder groß machen oder findet ihr das geiler mit diesem Ding? Ich weiß nicht, schreibt mal in die groß oder nicht, weil wir können das auch klein lassen. Up to you. Das ist mir eigentlich wurscht. Geil. So. Wir müssen mal echt so ein Meet and Greet machen, so eine Shisha-Session, irgendwie mal 10 Leute einladen oder sowas. Das wäre echt geil. So. Ale Bioglu fragt, ob wir auch Penthäuser und Lofts vermieten. Bigger is better, allerdings, Jeff, komm, hast du recht, Alter, was soll der Geiz? Zack, stop sharing, here we are. Okay, Boys and Girls, so. Ich sehe, ich habe ein bisschen Farbe angenommen, aber ich habe auch viel geschlafen, man sieht's. Ich hab den ersten Tag 10 Stunden geschlafen im Urlaub. Aber, so, wir vermieten grundsätzlich nicht, nee, tatsächlich nicht. Wir haben, der Vermietungsmarkt ist ganz, 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 ganz hart. Aber, Wir verkaufen, unser Fokus ist auf Verkaufen. Jetzt nicht mal wegen der Provision oder sowas, aber Mieten ist so ein schnelllebiges Geschäft. Und es gibt halt Makler, die sich auf Mieten spezialisiert haben. Die vermieten dann 30, 40 Buden im Monat und machen einen guten Income. Und es gibt halt Makler, die sich aufs Verkaufen spezialisiert haben. Und das habe halt ich gemacht. Ah, alle Bioklo, ja klar, verkaufen tun wir das. Verkaufen tun wir alles. Verkaufen tun wir natürlich alles hier in Town. Sprech uns einfach an, schick mir eine Direct Message mit deinen Kontaktdaten und dann wird sich einer von meinen, kein Thema, Bro, dann wird sich einer von meinen Mitarbeitern mit dir in Kontakt treten, beziehungsweise ich weise dich einen zu, wenn du nicht schon in Kontakt bist mit einem meiner Verkäufern. Denn natürlich wissen wir auch, dass ganz, ganz viele Leute uns anschreiben und dass wir auch sehen müssen, wie werden wir am besten direkt vermittelt, aber Vermietung können wir eben in dem Rahmen nicht darstellen, weil es eben so ein schnelllebiges Business ist. Da kommt Immobilien morgen auf den Markt, da brauchst du ein Netzwerk, da brauchst du eine Liste, da brauchst du die 10 Leute, die mit telefonieren, dann willst du vermieten oder verkaufen. Und das ist nicht unser Business. Also wir machen es. Okay, komm. So, was haben wir hier als nächstes?
Hast du jemanden, der mit dir in der Schweiz Investoren will? Mortesa, wunderbar. Nach dem Live melden wir uns bei dir, ja? So, hast du jemanden aus der Schweiz, der dir Investoren bringt? Tatsächlich, nein. Wenn du, Question von den Stories, was du das siehst. Wenn du das siehst, dann kannst du gerne uns mal anschreiben. Und wir sind immer happy für Intros. Allerdings wissen wir auch, dass ganz viele Immobilienfirmen, die sagen, oh, wir sind dieses Thema rüber, wir würden es gerne anbieten und so weiter und so fort. Da die Arbeit brauchen wir uns nicht machen, weil dann da ist eine Erfolgsquote von 0,01. Also wir sind so spitz positioniert, dass ganz, ganz viele der potenziellen Kunden uns einfach direkt finden. Wir haben jetzt noch keinen, der für die Schweiz zuständig ist. Wenn du in irgendwelcher Form das machen kannst oder möchtest, können wir gerne drüber reden. So. Self-made Sing. So, Bro. Geile Frage. Was ist lukrativer? Am Ende des Tages, mein Lieber, ist es Area unabhängig. Du musst immer sehen, also du musst deine Situation kennen, ja? Was ist deine Situation? Weil wir reden ja bei unseren Wohnungen safe um die 200.000 Euro, 220, 180, so in dem spielt sich das ab. Bei Blue Water Island reden wir wahrscheinlich nicht unter 400, 450, 500.000 Euro. City Walk habe ich gesehen. Wir rufen alle an um die Uhrzeit. 10:30 und immer noch nicht meine Kunden. So. Also City Walk war jetzt gerade der Sellout auch. Die haben den City Park, Central Park, haben sie released und das war auch sehr, sehr schnell ausverkauft. Allerdings durch einen anderen Einstiegspreis. Und natürlich auch, wenn du aus Deutschland kommst, musst du mal sehen, die Renditen sind jetzt auch nicht der Mega-Burner. Dass wir reden da, weil es in der Prime Area ist, vielleicht 4-5%. Kann man sagen, okay, mehr Capital Protection. Ja, nein. Bei City Walk sehen auch alle Wohnungen pretty much gleich aus. Das ist alles geiler an JDC, weil du zigtausende von Bauträgern hast, die verschiedene Styles bauen. Deshalb ist es da eher protected. In so einer B-Lage, deshalb machen wir genau das in der B-Lage und fokussieren uns nicht auf die A-Lage, haben sie auch das Citywalk nicht beworben, weil eben alles gleich aussieht, weil es viel zu teuer ist für den kleinen Investor und die Mieten halt eben auch Relations- und Kaufpreis nicht so hoch sind. Und dementsprechend empfehle ich davon, weil ich weiß, dass 70-80% der Leute Erstinvestoren sind. Und ich sage denen, hey, ich sage es ja auch immer, ich sehe mein Business als Käsetheke. So, hier liegt ein Stück Käse drauf, kannst du nehmen, kannst du probieren, kaufst dir ein Ivy, kaufst dir ein Heben, kaufst dir unser nächstes Projekt. So, und wenn dir es dann schmeckt, danach können wir all in gehen. Danach so, bin ich safe am Start, dir alles zu verkaufen. Emar-Insel, eine Villa auf der Palme, die du auf Airbnb verklopfen kannst und so weiter und so fort. Es geht ja nur um den ersten Einstieg. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass mein Investor oder Menschen, die über meinen Kreis als Investor in Dubai werden, dass die erstmal ein kleines Ticket kaufen, Erfolgserlebnisse haben, den Markt erstmal kennenlernen und damit dann leveragen. Ja, ganz, ganz wichtig. In Dubai gibt es eine Eigentümergemeinschaft, ja. Allerdings versammeln die sich gar nicht, ist ganz, ganz selten. Und du hast auch andere Klientel, das ist nicht so ein Hans Günther, der jetzt irgendwie sagt, die Hausordnung wurde nicht gemacht. Grüße gehen raus, Ding. Es ist tatsächlich so, dass wir Eigentümer, eine Eigentümergemeinschaft haben, ja, die auch entscheidet. Es läuft aber eher über Newsletter ab, beziehungsweise über E-Mail, dass da Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel erneuern wir jetzt die Kissen am Pool, zum Beispiel. Kostet XY, Anbieter ABC, was ist deine Meinung? Und damit so ein bisschen abgehört. Aber das ist jetzt nicht, dass da irgendwie, ich meine, ich kenne es ja auch aus Deutschland,
also kenne nicht persönlich, aber ich habe es gehört aus Deutschland, dass da teilweise eigentlich immer sagen, 3-4 Stunden und irgendeiner hat immer irgendwas dagegen zu sagen. Das hast du bei definitiv nicht. Und bei unseren Projekten auch nicht. Also ich denke mal, ich bin ja auch in jedes unserer eigenen Projekte auch natürlich selbst investiert. Und da werde ich natürlich auch versuchen, Vorsprecher zu sein für den Bauträger, um da natürlich auch das Beste rauszuholen für unsere Investoren. Und da bin dann eben auch ich der Ansprechpartner bzw. mein Team. Das heißt, wir packen das ganze Ding in einen kleinen Inner Circle, dass du da auch wirklich sehen kannst, dass wir da alle, ja, alle eine ordentliche Arbeit machen und auch dein Asset protecten. Ganz, ganz, ganz wichtig, Asset Protection. Ja. So. Mawar Al-Juburi. Assalamu alaikum. Ja, das fragt jetzt auch gerade Hidi. Das nächste Projekt kommt, allerdings nicht so schnell. Es gibt hier auch Approval Processes mit der Land Department etc. Ich kann euch sagen, wir haben 2 Länder gekauft, jetzt in JVC. Wir sind dabei dran, ein drittes zu kaufen. Aber es wird definitiv weitergehen bei uns. Es wird definitiv neue Projekte geben. Eines wird definitiv nächstes Jahr sein, aber sehr wahrscheinlich erst, wenn wir September, Oktober schaffen, bin ich happy. Vielleicht schon earlier, aber sehr unwahrscheinlich. Dann müssen wahrscheinlich ein paar Sachen im Land Department schneller voranbringen. Aber es sind ganz, ganz viele Sachen in der Planung. Nicht nur nächste Projekte, Property Management, Events, Handover-Partys, noch ein Workshop in Dubai, noch eine Tour durch Deutschland, ein Kongress etc. Also es wird nicht langweilig bei uns und die Augenringe werden auch nicht heller bei mir. Das heißt, da ist noch einiges in den nächsten Jahren in Planung, liebe oder lieber Marwa. Marwa ist, glaube ich, in Bonn. Bora, Habibi, hast du spät eingeschaltet? Fast ausverkauft, denn wir sind bei knapp 90%. Es fallen gerade noch ein paar Leute durch, ein paar Leute raus. Ja. Das heißt, wenn du keine Units hast, bleib auf jeden Fall in Kontakt. Ich glaube, Thorsten ist dein Ansprechpartner. Ne? Bleib auf jeden Fall in Touch mit Thorsten, weil wir haben immer noch Leute, die dann nochmal umfallen, aus verschiedenen Gründen, habe ich eben auch erklärt. Allerdings ist das ja, so gut wie ausverkauft. Zumindest alle, mashallah, ich habe schon längst. Geiler Typ, okay, geiler Typ. So, wenn du auch ein geiler Typ werden willst, wenn du auch so ein geiler Typ sein willst wie Bora, dann schick mir jetzt bitte deine Nummer, deine E-Mail-Adresse, dann werde ich dich heute in Kontakt bringen mit Thorsten, Emre oder Franzi und die werden sich dann darum kümmern, dass auch du noch in Ivy mit dabei bist. So, welche Voraussetzungen brauche ich für eine Immo in Palästina? Die falsche Flagge habe ich. Kapital und Einkommen monatlich. Also, die Voraussetzungen sind ganz verschieden. Allerdings hast du sowieso schon als Europäer sehr privilegierte, ich juggle jetzt so Bälle. Warum? Weil ich rede immer von 2 Welten. Ja? So, wir nehmen jetzt mal den Aschenbecher als Europa und den Louis Vuitton-Geldbeutel als Dubai. So. Du bist in Europa im Aschenbecher. Ja? Du hast Euro, der verbrannt wird. Ja? 0% Zinsen, 110% Finanzierung. Ein Markt, der komplett überbewertet ist. Grüße gehen raus an den Investment Punk und sein Frankfurt. Nur als Beispiel. Ja, und dann hast du eine Louis Vuitton-Tasche namens Dubai. Hier haben wir tatsächlich noch Bankkrediten von 5-6% Zinsen. Maximal 70% Finanzierungsrate. Maximal. Ja, also eher Richtung 40-50% für den Hans-Peter normal, so wie du und ich. So, aber in diesem Aschenbecher sind ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Refinanzierung der Immobilie der Oma oder der Eltern. Oder eben auch jetzt verkaufen, jetzt wo der Markt heiß ist in Europa, jetzt verkaufen, dann kommst du da auch sehr, sehr günstig an Geld ran. Und dieses Geld aus dem Aschenbecher packst du rüber in den Louis Vuitton Geldbeutel. Und da werden wir schauen, dass wir den günstigen Einstiegspreis haben. Ich bin mir sicher, in 5 Jahren lachen wir uns
tot über die Einstiegspreise, die wir jetzt hatten oder jetzt haben und dann später sagen hatten, bei 2.000, 2.500 Quadratmeter. Also ich sehe das bei mindestens 3, 3,5, selbst hier in JVC. Warum? Weil unsere Projekte geil gemanagt sind und weil sie extrem gute Bausubstanz haben. Und deshalb ist das monatliches Einkommen, kann ich dir auch nicht sagen, bin ich zu wenig im Thema drin, muss mit deinem Banker mal reden. Aber ja. So. Ja, Mann, Emre ist the best. Shout out an Emre. Emre ist eine Maschine. Und auch erst am Anfang. Wartet mal ab, was da in den nächsten 1-2 Jahren noch kommt von dem, Leute. Emre is the best. I can confirm. Levin, Hausgeld gibt es natürlich bei uns auch. Das sind die sogenannten Service Charges. Die Service Charges werden dafür benutzt, dass das Projekt komplett praktisch finanziell auf gesunden Beinen steht. Ja? Das ist auch deine Obligation, das ist eine Obligation-Pflicht. Das heißt, das kannst du nicht umlegen auf Mieter. In Dubai ist alles, was über eine T-Kontenrechnung hinausgeht, also Ausgaben, Einnahmen, du kannst nichts umlegen, du kannst nichts drüber schieben. Du bist verantwortlich für Müllabfuhr, für Personal, für allgemein Strom, Wasser, Gas, schon mal. Das ist ein Service hier. Habibi, you are live. So. Louis in JVC, by the way, kann ich sehr, sehr. Ich bin hier bei gerade in JVC, ne? Restaurant ist packvoll. Und Jens, I love you, ist hoffentlich nicht Jens Spahn. Das ist geil. So, ich könnte es den ganzen Tag machen, ne? So live gehen mit euch. So. Also, Hausgeld gibt es natürlich auch. Was ist das für eine Frage? Immobilien in Dubai? Ja, stell dir vor, Immobilien in Dubai gibt es tatsächlich. So, wer noch eine Frage hat, kann es gerne reinknallen, weil ich habe jetzt schon alle rausgeballert. Hier an der Stelle. Ja, jetzt Spaß. So, an der Stelle. Alle, die Shisha rauchen oder Kerne rauchen würden, können jetzt mal ein Herzchen reingeben, weil dann sehen andere, dass ihr gerade in dem Live seid und dann kommen die vielleicht auch noch rein und erfahren, dass ihr das mit dabei. Ansonsten könnt ihr gerne noch eure Fragen mit reinschieben oder ich quatsch mal einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Können wir auch machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch so eine Viertelstunde, das können wir schon noch easy machen. Also, ich wohne jetzt gerade in JVC, funny enough. Zum ersten Mal in meinem Leben wohne ich in JVC, schlafe hier, ich lebe hier, ich verbringe meinen Alltag hier, in meiner eigenen Wohnung, im Signature Living. Und es ist schon Next Level, ne? Also es ist schon, für mich ist es irgendwie cool, weil es erinnert mich sehr an so deutsches Leben, ja, so an deutsches Community-Leben. Low Rise, es ist ruhig, nachts fahren keine Autos vorbei. Es ist günstig, die Shisha kostet ja, glaube ich, ein 10er oder 12er oder sowas. In Dubai, in Downtown bezahle ich 200 Dirham für eine Shisha, also 40 Euro. Und das ist... das ist auch tatsächlich der Grund, warum ganz, ganz viele Leute hier aller Couleur aus jeder Region, groß, klein, jung, alt, dick, dünn, je nach JVC ziehen und sich ihr Zuhause schaffen. Und das kommt ja natürlich dir als Investor zugute. Wir haben ja, wie gesagt, oder wir handeln ja gerade für Plots. Und wir sehen auch, wie wenig Plots es hier noch gibt, vor allem wie wenig gute Plots es hier noch gibt. Es gibt also komische Plots, die gehypt und gedrittelt und geviertelt sind, also unbrauchbar, ja. Wo man nichts Schönes draufbauen kann, aber es ist halt die Opportunity. Ja? Deshalb, ihr müsst immer 10 Jahre im Voraus denken. Wenn ich überlege, gibt es in 10 Jahren noch eine Eurozone? Weiß ich nicht. Gibt es in 10 Jahren noch den Euro? Weiß ich nicht. Gibt es in 10 Jahren überhaupt noch das System, wie wir es kennen? Ja, muss ein Staat Steuern erheben, um sich auf gesunde Beine zu stellen? Weiß ich nicht.
Wenn das Geld sowieso gedruckt wird, wieso werden die Reichen immer mehr besteuert oder die Familien werden immer mehr besteuert? Und das ist der Grund, warum ganz viele Menschen jetzt hier auch von Kuba weggehen. Und wir haben jetzt eine neue Regierung, ja, zum Glück. FDP übernimmt das Finanzministerium. Aber wir sehen halt auch, dass ganz viele ich sag mal, Mechanismen, wie wir es noch von früher kennen oder wie wir es noch vor 10 Jahren kennen, nicht mehr so stabil dastehen können in 10 Jahren. Einfach weil der technologische Fortschritt sofort so schnell voranschreitet, dass jetzt Oma Hildegard aus Recklinghausen da nicht mithalten kann. Sie aber eine Lebenserwartung hat von noch mindestens 20 Jahren. Ja, sie aber ihr Faxgerät nicht mehr nur ihr Faxgerät bedienen kann. Wir sehen, wie jung die Gesellschaft hier ist. Ja, ein Großteil des ganzen Mittleren Ostens ist unter 30. Ja. Und das sind eben die spannenden Sachen, wenn man eben hier Richtung Dubai schaut, wenn man Richtung Mittlerer Osten schaut, wenn man in Richtung Immobilien Westen schaut, wie günstig die Einstiegspreise sind. Wie gesagt, wir werden uns totlachen in 10 Jahren über die Preise, die wir heute noch anbieten können. Wobei auch da muss ich sagen, Ivy haben wir schon mal einen kleinen Jump gemacht. Wir werden beim nächsten Projekt sehr sicher auch nochmal einen kleinen Jump machen. Nicht, weil wir uns die Taschen voll machen wollen, sondern einfach, weil natürlich auch dieses Lieferkettenproblem auch uns hier betrifft. Ja, das ist ganz, ganz, ganz natürlich. Oh, Markus Hofer kommt jetzt erst rein. Markus, wir haben ganz viele Infos gedroppt über Ivy in den letzten 40 Minuten. Aber wir laden es auf YouTube hoch. Wirst du dann im nächsten Musterler sehen, ist die Stevie. So, dann kannst du dich darüber auch noch informieren. Ansonsten, wenn keiner eine Frage hat, moin moin. Wenn keiner mehr eine Frage hat, dann würde ich, ja, sehr gut. Kommt, stellt mir noch eure Fragen, stellt mir was Herausforderndes. Ich habe hier gar keine Fragen mehr drin. Wir haben alle schon beantwortet, wahrscheinlich auch ein Ticken zu schnell. Aber ich müsste auch immer entertaining halten, das kommt ja auch noch mit dazu. Denn DigiTVs sollen auch entertaining sein. Ich weiß, normalerweise habe ich mein Flipscreen dabei, mein Digital Flipchart. Aber das steht im Burj Khalifa sicher. Die Wohnung renovieren wir beide weg gerade. Nein, ich bin nicht ausgezogen aus dem Burj Khalifa. Wir renovieren nur die Wohnung. Das war so ein kleiner Deal mit unserem Landlord, den wir da gemacht haben, aber auch auf eigenen Wunsch natürlich. Deshalb, da ist eine Frage. So, wer war so mutig? Sehr geile Frage. Zech P. Was denkst du über Creek Harbor? Interesting. Ich habe nämlich eine sehr, sehr, sehr präzise Meinung zu Creek Harbor. Das ist jetzt schon overpriced. Und ich möchte, dass jeder, der sich mit Creek Harbor beschäftigt, sich eine Frage stellt. Also in Creek Harbor bauen sie basically Downtown nach. Ja? Ein Tower in der Mitte, außenrum zig andere Tower, die auf diesen einen Fixpunkt schauen, wie Burj Khalifa. Ja? Du hast Burj Khalifa in der Mitte, zigtausende Tower von Emaar, die auf Burj Khalifa schauen. Alles klar, mega geil, super teuer, bum bum bum. So, die Frage, die ich mich stelle und die du dir stellen solltest als Investor: Wo auf der Welt gibt es 2 Downtowns? Das machen die ja, nichts anderes. Die bauen da eine Mall hin, unten drunter, die bauen eine Fountain Show davor, die bauen ganz viele Restaurants dahin, die bauen, keine Ahnung, 80, 90, 100 Tower außenrum. Wo auf der Welt gibt es 2 Downtown? Es gibt ein Downtown, das Downtown von Dubai, das Burj Khalifa, direkt an Sheikh Zayed Road, geil angebunden. Und die Frage, die du dir stellen sollst, ist, wer braucht ein zweites Downtown? Und die Frage, die du noch stellen sollst, wer zieht da hin? Was für ein Klientel? Und den höchsten Turm, den braucht theoretisch auch keiner, weil das ist nicht mein Wohngebäude, das wird nur eine Landmark werden. Also ich bin kein Fan davon. Ich habe mich auch genug damit beschäftigt, würde ich sagen, um eine educated position hier mit euch teilen zu können. Natürlich, ich weiß, dass meine Meinung wichtig ist für die Leute. Es ist für mich eben die Frage, wer zieht dahin, was wollen die Leute da und warum ist es so expensive?
Frage ist na klar, immer Government Developer Downtown bald zugebaut. Ja, also ganz natürlich der Prozess, aber ich glaube, diese Area hat man schöner machen können. Einfach nur meine persönliche Meinung. So, Patrick Hams, jeder, der eine Ivy Unit gekauft hat, und ich weiß, du hast auch eine gekauft, bekommt eine kleine Voraussicht. Wir erwarten 55.000 bis 65.000 Dirham für die kleinen One-Bedrooms und 65.000 bis 75.000 in den großen. So, das ist natürlich jetzt unterscheiden wir da unter oben und unten, klein und groß und innen und außen. So, wir wissen aber, dass da zwischendrin die Musik spielt. Was mir wichtig ist, dass wenn wir der 55 aufschreiben als Worst Case, dass du keine 45 bekommst oder 50, sondern dass du bei 55, 56, 57.500 landest. Das ist unser Ziel für unsere Investoren. Jetzt haben wir Haven als Praxiserfahrung. Haven haben wir alle Wohnungen 55 bis 65.000 vermietet. Jetzt sehen wir aber Signature Living zum Beispiel, gehen jetzt One Bedrooms auch schon für 70, 72, 75. Einige gingen sogar für 80.000 Dirham, habe ich gehört vom Bauträger. Was natürlich uns wieder die Gewissheit gibt, okay, wir haben jetzt, also wir bewerben zwar 10% Rendite, ja, das machen wir auch bei einigen Units mit den Voraussagen, die wir da treffen. Einfach nur in einem Best-Case-Szenario in der günstigsten Unit. Ja, aber natürlich ist es auch Marketing. Aber ich sag mal, im Mittel liegen wir immer zwischen 6,5, 7 bis 8, 8,5%. Da liegen wir im Mittel. Natürlich gibt es ein paar Ausstecher nach oben und ganz selten ein paar Ausstecher nach unten. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir mit ungefähr einer Mieteinnahme von 55 bis 65 bei diesen kleinen Wohnungen rechnen. Und dass du natürlich dann auch sagst, okay, ich krieg die Rendite, die mir hier auf der Broschüre prognostiziert wird. Natürlich ist es eine Prognose, ja, natürlich hat der Markt ja auch immer seine eigenen Gesetze. Mir, Schüppler. So, mir, könnt ihr sagen, ist gut auf Arabisch. Könnt ihr schon mal merken, mir. So, natürlich wissen wir auch, dass Dubai ein sehr junger Markt ist, sehr volatiler Markt ist noch, dass da auch die Schwankungen noch ein bisschen krasser sind, wie zum Beispiel in Europa, wo es ja nur noch nach oben geht. Aber wir wissen auch, auf welchen Schultern das nach oben geht und zu welchen Lasten es nach oben geht. Es ist ja nichts anderes als eine Inflation. Und deshalb hast du einfach die bessere Option hier in Dubai gewählt, indem du deinen Euro diversifizierst, indem du günstigen Einstiegspreis kaufst. Und ob du dann 8,5 oder 8 machst oder 7,5 oder 8 oder sogar, das ist mal extrem, 6 oder 8, ist dann am Ende des Tages fast schon egal. Warum? Weil die Wohnung in dem Studio liegst du bei 120.000 Euro bei dem teuren. Ja? Bei der One-Bedroom liegst du bei 180.000, 90.000 Euro. So, das sind 2%. 2.000 Euro, 2.500 Euro mit in deiner Tasche. So, das merkst du am Ende des Tages nicht, weil natürlich auch dein Geld, der Einsatz ist nicht so hoch, dass jetzt die Mieteinnahmen so dramatisch werden, dass die Rendite versemmelt wird. Das ist der Grund, warum wir uns auch zum Beispiel sagen, um auf die Frage zurückzukommen, wieso nicht Central Park City Walk. Weil du da einfach auf eine halbe Million oder 600.000 Euro in ganz anderen, dass du viel zu viel Geld eingeloggt, da kriegst du bei uns 3 Immobilien. So, und selbst wenn der Markt morgen mal turnt in eine andere Richtung, ja, und wir müssen ja auch mal über die Worst-Case-Szenarios, ist ja nicht alles nur schön und eitel Sonnenschein, doch Sonnenschein schon, aber es kann ja auch sein, dass der Markt wieder turnt, ne? Und das ist ja der Punkt, dass wir sagen, okay, selbst wenn, kriegst du die Wohnung immer schnell verkauft, wenn du sagst, ich will morgen raus, ja, oder du sagst, okay, weißt du was, ich krieg nur 6,5, weil das passiert ist, aber ich bin in einer geilen Community, die Wohnungen sind geil gebaut, die Leute kümmern sich darum und die Mieter wollen da rein. Und es fängt alles, es steht und fällt alles mit dem Mieter. Meraz-Gebäude, ich weiß nicht, wer schon in dem Meraz-Gebäude gelebt hat, schwierig. Also hier mein Freund von Love Life Passport, der wohnt in einem Meraz-Gebäude, hat auch länger dort gewohnt. Taylor, der war auch eben kurz drin, habe ich gesehen. Wahrscheinlich wieder draußen. So.
wie sucht ihr die Mieter aktiv? Geile Frage, lieber Markus. Ja, denn du wirst ja auch als Haven-Besitzer dann unsere Welle zuerst spüren, die wir hier in Dubai schlagen. Denn unser Plan ist, den Mieter genauso zu finden wie unsere Investoren. Und zwar über den Faktor Community, über den Faktor Sicherheit. Wir sagen dem Mieter, lieber Mieter, hallo, das hier ist das Gebäude, das du einziehst. Aufpassen, dass ich das auslöse hier. Also, das ist das Gebäude, das du einziehst. Wir halten die Hand da drauf und wir beschützen dich. Wir sorgen dafür, dass kein Makler, und lieber Markus, du hast auch Immobilien in Dubai, du weißt, wie es ist, wie viele Makler dich da spammen mit E-Mails, mit SMS und so weiter. Wir sorgen dafür, dass du nicht gespammt bist. Wir sorgen dafür, dass du keinen Makler im Aufzug siehst, up and down, der irgendeine Besichtigung haben will. Nein, wir managen das. Wir verwalten das gut. Und die Bausubstanz ist sehr, 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 sehr hoch. So, das ist der Grund, warum wir sagen können, oder warum wir prognostizieren können, dass die Mieter bei uns Schlange stehen würden. Denn ich weiß, dass Mieter das genau lieben, wenn ein Bauträger die Gebäude selbst managt. So, es gibt zwei, drei Beispiele hier in Dubai, da machen das Bauträger. Leider viel zu wenig, aber da ist eine Warteliste. Da musst du 3-4 Monate warten, um eine One-Bedroom-Wohnung zu bekommen. Und das werden wir mit Haven kreieren, das werden wir mit ID kreieren und das werden wir mit dem ganzen Rest. Siehst du, Markus, bist auch schon berühmt. Geiler Team. So, und natürlich suchen wir das auch dann aktiv über Social Media. Wir werden es bewerben, lieber Mieter, bei uns bezahlst du keine Miete. Warum? Wir machen eine kleine Property Management Fee für jede Unit. Aber da ich das weiß, ich habe 160 Wohnungen mit Haven und ich habe 220 Wohnungen mit ID. So, damit weiß ich, wenn ich da von jeder Wohnung ein kleines Property Management Fee bekomme, deutlich günstiger wie der Markt, kann ich mir 2-3 Leute anstellen, die sich nur darum kümmern, dass die Mieter ein happy Leben haben. Hier in Dubai. So, und das ist genau der ganze Circle, wie wir das hier aufbauen, damit du, lieber Investor, auch Geld in der Tasche hast und das meiste dein Geld rauskommt. Lieber Patrick, auch da, wir werden am Anfang die Miete festlegen für euch beziehungsweise für alle Wohnungen und wir werden das dann auch für den Mieter auf einer Take-it-or-leave-it-Basis nehmen. Okay, du hast eine Wohnung auf dem 10. Stock in Ivy. Okay, die kostet dann, wir haben 55 bis 65 prognostiziert. Das heißt, die vermieten wir dann für 65. Oh, willst du keine 65 zahlen? Weißt du was, auf dem 1. Stock gibt es welche für 60 oder für 59. Die gleiche Wohnung, bisschen weiter unten. Investor hat weniger bezahlt als der wie auf dem 10. Stock. Das heißt, die Miete wird auch ein bisschen weniger sein, aber ihr bekommt beide die gleiche Rendite. So werden wir das angehen. Das heißt, du wirst eigentlich nicht großartig gefragt, nimmst du jetzt den Scheck über 55.500 und dann sagst du, ja, gib mir mal 56, dann renne ich nicht zu dem Mieter und streit mit dem über 100 Euro am Ende des Tages, wie wir haben, sondern dann werde ich einfach sagen, okay, wir machen den Deal, das ist innerhalb der Preisklasse, wie wir es angedacht haben und wir machen den Deal für dich. Ja, also du wirst damit nichts zu tun haben, du wirst nur sehen, wie teuer deine Wohnung vermietet wird. Und das kann, in einem Top-Floor sehr, sehr hoch sein. Das kann aber auch in einem niedrigen Floor sehr, sehr hoch sein. Wie wir es jetzt hier bei Haven haben, diese Learning Experience, dass wir jetzt schon sagen können, boah, die außenliegenden Units haben wir aber unterschätzt. Die außenliegenden werden wir safe 60, 65, vielleicht sogar 67, 70 vermieten können. So, happy, happy, happy times. So. Ja, die Mieter in unseren Projekten, also ich lebe jetzt auch in einem von unseren Projekten gerade, sind tatsächlich europäisch, sind europäisch. Da sind auch viele Russen, da sind viele Inder, da sind viele Araber. Es ist eine ganz, ganz, ganz bunte Community. Ich share mal. Oh, falls ihr noch nicht in meiner Facebook-Gruppe seid, ich habe nämlich Screenshots gemacht heute am Strand. Es gibt so eine JVC-Gruppe und da hat einer gefragt, erzähl mal was über JVC, Vor- und Nachteile und welche Gebäude kann man reinziehen, ja? So, und da kamen irgendwie 70, 80 Comments und da war auch viel Bullshit dabei, war wie in jeder Facebook-Gruppe. Also da streiten sich die Leute über die Hunde. Also, ja, wenn du keine Hunde magst, dann zieh dich nach JVC. Aber das ist eben genau der Punkt. So, die Schicht in JVC hat so ein bisschen alles dabei. Ich weiß, dass in den Projekten, zum Beispiel Ellington, wo wir auch eine Wohnung haben, wir auch ganz viel verkauft haben. Da wohnen Ärzte, da wohnen Anwälte, da wohnen Menschen, die morgens um 8 irgendwo frisch sein müssen und pünktlich sein müssen. Und das ist der Grund, warum wir hier in die B-Lage gehen. Schau mal, wir sind
ich wohne jetzt hier. Ich erlebe das jetzt gerade mit. So, die nächsten 10 Tage bin ich noch hier, weil meine Wohnung renoviert wird, wo ich kann nicht mehr. So, es ist so geil. Du triffst wirklich die ganze Welt in diesen Gebäuden in JVC. Und das ist es nicht. Also zum Beispiel hast du uns auch keine Show-Offs. Ja, da stehen jetzt keine Lambos in der Garage oder irgendwelche Gucci Bang Bang Guys im Aufzug. Und den willst du auch nicht als wieder drin haben. Trust me, das willst du nicht. Du willst den ganz normalen 0815 Hans-Peter Müller oder eben Mohammed ABC, wie sie heißen. Ja, im D1 auch. Aber ganz ehrlich, Markus, D1, ich hab dir gesagt, ne, du wolltest auch erst in der Marina kaufen. Dann hab ich gesagt, nein, schau dir den Tower an. Warum baust du dann das ordentlich? Ja, und die Leute ziehen dahin, ganz bewusst. Ganz viele Piloten hast du dort, ganz viele Ärzte, weil da auch Elfker sind, wenn du hier ist. So, Philipp 34. Mit 800.000 Euro kannst du nach Dubai auswandern. Also ich bin mit 100.000 Euro Schulden nach Dubai ausgewandert und ohne Plan. Und dann kannst du mit 800.000 safe nach Dubai auswandern. Also wenn nicht du, wer dann? Lieber Philipp. So, also, liebe Freunde, wir haben ein Stündchen rum. Ich will es da nicht zu lang machen. Ne? Es ist ja jetzt auch gleich 11 bei mir. Aber die Shisha läuft eben, muss man schon sagen. Ne? Ist schon in Ordnung. Also ich bin damals mit 100.000 minus nach Dubai gegangen und kein Plan hab jetzt dann bald mein 10-Jähriges. Nächstes Jahr um die Zeit habe ich mein 10-Jähriges hier in Dubai. Ich muss mal das genaue Datum raussuchen. Ich glaube sogar 11.11. bin ich hier offiziell hierher gezogen. Ja. Okay, Freunde, noch 22 Leute drin. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei euch. Ganz, ganz liebe Grüße an alle draußen. Falls ihr noch nicht das Baby runtergeladen habt, dann gerne jetzt nochmal den Link reinhauen, Janine, wenn du noch drin bist. Oder vielleicht bist du auch schon ins Bett gegangen. Wenn nicht, schauen gerne mal rein für alle, die dabei sind. Dass du nochmal ein Baby runterladen hast. Baby ist so ein kleines E-Book. Hier, das E-Book runterladen bekommt auch noch unser Offer zum Black Friday für den Kurs 2.0. Und damit können wir natürlich auch sicherstellen, dass wir alle hier gut verarbeitet haben in diesem Live, dass wir ein bisschen Entertaining gehalten haben und ein kleines Goodie rausgehauen haben und wir dann nächsten Donnerstag wieder in alter Frische alle Leute hier begrüßen können in diesem DGTV Live. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Peace out.